wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei unserer Dampflok, Mini-Dampflok mit dem Yogi-Bär. Tschu-tschu! Hallo! Servus! So. Läuft, würde ich sagen. Endlich läuft mal ein bisschen absolut. Fortschritt. Unser Tier lebt noch, oder? Ja, Kendrick. Kendrick geht noch steil. Hat immer noch Kopf nach oben, sensationell. Natürlich, ich sage ihm ja immer, er soll was fressen. Wenn man so busy ist, da vergisst man einfach ab und zu, dass man essen muss. Ich muss aber sagen, wir haben ja letzte Folge hast du herausgefunden, dass wir Glas und die Honeycombs brauchen, um Honigglas zu machen. Finde ich auch irgendwie gut, weil ansonsten hätte man ein Glas umsonst, aber könntest danach nicht verwenden. Du weißt, was ich meine. Falls ihr das schon geschrieben habt zu uns, wir machen gerade eine kleine Aufnahmesession. Ja, ich habe jetzt die letzte Runde der Aufnahmesession und dann. Da kann man wieder was schreiben. Ich bräuchte jetzt noch eine der beiden Lampen da hinten. Damit wir ein bisschen Licht in unserem Motorraum haben. Und ich muss dann nochmal neue Äxte machen, weil wir können unsere Bäume oben wieder fällen. Das ist doch nice. Zack, zack. Däunche, los geht's. Hat er einfach eine Axt rausgeholt. Da müssen wir jetzt noch hier unten die Kiste umstellen. Müssen wir gucken, wo wir die hin tun. Welche denn? Die vor der Leiter. Treppe. Ah ja. Tier hat wieder gemäht. Was will es? Weiß ich nicht. Jo, Kendrick, was geht ab? So, ne, du bist noch relativ nackig. Hab dir ja gesagt, du sollst dich nur melden, wenn du Wolle hast. Ha? Als andere Schnauze halten, da musst du gar nicht so cremig gucken. Ah, du hast Wolle. Ich habe nichts gesagt, Kendrick. Gutes Stil. Still. So. Ja, hätte man das jetzt erstmal alles eingeschmolzen. Man glaubt es kaum, aber unser Kupfer ist geschmolzen. Alles? Ja, zwar eins ist noch aktiv am Schmelzen, aber ansonsten, ja. So, geht raus, geht rein. Zack. Zack, 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 zack. So, da haben wir auch was reingeschmissen. Das Tier ist noch gut. Kiste muss da weg. Klappe da oben. Einmal Biokraftstoff rausgeholt. Brauchen neuen Honig. Und einen neuen Honig. Bei Honigfragen. Honigfragen. Ich glaube aber, dass wir sogar tatsächlich extrem viel. Wir haben jetzt drei Motoren, die allesamt auf diesen einen Kanister zugreifen. Meinst du, da brauchen wir ein bisschen was? Ich glaube schon. Hast du so die Vermutung? Also ich meine, es wäre ja nur logisch. Aber das hat ein bisschen was von der Simpsons-Folge mit dem Duffbier und Duffbier Light. Weißt du? Ich weiß nicht genau, was für eine Folge das ist. Da gab es ja auch einen riesengroßen Ansturm online bei über Disney Plus. Die haben ja auch die Simpsons-Staffeln 1-30 genau. Oder so. Ja, haben sie. Bringen die ganze Jahr im 16:9 Verhältnis und nicht im 4:3, wie es eben gemacht wurde. Ja. Und durch dieses Ziehen und Verzerren des Bildes sind eben Gags zerstört worden. Wie zum Beispiel der Gag mit der Duff-Brauerei, wo es heißt, ja, wir haben ein komplett neues Bier, Duff Light. Und dann zeigen sie das Duff Light, das meinetwegen noch dunkle Duff, was es gibt, ein normales Duff. Und du siehst halt dann die drei riesengroßen Kanister oder riesengroßen siloartigen Gefäße, wo oben eben die Rohre zulaufen und alle haben denselben Ort, wo es herkommt, denselben Ursprung. Ja. Genau so sieht das bei uns hier hinten jetzt aus. Ist doch gut. Lange Geschichte. So, ich fülle mal hier oben die Dinger währenddessen auf. So. Wie viel Wolle hast du denn aktuell? Eine Wolle fehlt mir noch für den Rucksack. Mir auch. Fight. Ich töte jetzt einfach das Tier. Es gibt aber keine Wolle. Mir doch egal. Niemals! Du wirst es nie finden. Ich werde es verstecken. Oh. Was machst du denn schon wieder? Ich verstecke das Tier vor dir.
Dann gibt's keine Wolle. Gib mir meine Wolle. Gib mir Wolle. Gib mir Wolle. Da nee, war der Hai. Geht gerade nicht, der Hai beißt gerade. Ja, hast du verdient, weil du mir keine Wolle gibst. Ja, du könntest mir eine Wolle geben. Was hast du denn davon? Liebe, wo ist Clipper gelandet? Oh, das liegt noch da. Alter, wir haben so viel Kupfer. Es wird niemals gebraucht. Ja, weil wir viele Batterien machen wollen. Weißt du, wenn wir uns erstmal. Ja, gut, aber. Wenn wir erstmal Solarpanels haben und irgendwo die ganze Energie speichern müssen. Eben, du darfst halt nicht vergessen, dass es hier irgendwann auch den Nachladevorgang gibt hier. Ja, durch die Solarpanels. So, wir haben auch schon zwei Katzen, die winken. Yay! Ja, könnte man eigentlich mal eine neue Angel machen? Bolzen. Ja. Irgendwas gesehen, was da? Hier, die kommen da nicht rein. Das ist hier. Glas kommt ohne zum Sand. Ja, warum hast du es dann rausgenommen? So, da kommt es hier. Dein Glibber ist wieder fertig. Jetzt haben wir hier den Rittenladung. Biokraftstoff. Oh, da geht noch einer. Nice. Ja, geht da noch einer. Nice hier. Einer geht noch. Ja, einer geht noch. Ein Biokraftstoff geht noch rein. Muss das dann auf eine halbe Ebene gesetzt werden? Oder? Weil du hast gemeint, das wäre unten drunter. Ich meine, es wäre unten drunter. Also halbe Ebene oder ganze Ebene. Okay. Eine ganze Ebene wäre blöd. Ja. Gefühlt. Weil ganze Ebene hieß, es wäre wieder oben im Freien. Also ich meine, da wäre was drunter, aber es kann auch sein, dass ich das hart mit dem Fass verwechsle. So, Batterie läuft noch. Was sagt die Batterie? Ah, die ist ja noch neu. Was sagt Wasser? Voll, habe ich eben erst nice. Eben erst gefühlt. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass wir das Tier jetzt hier so einsperren müssen. Aber es ist halt gefühlt der einzige Moment, dass hier was geht. Das ist halt uncool. Es ist ja zu seinem eigenen Schutz. Ja, aber trotzdem, es ist jetzt... Guck mal, ich habe einen Rucksack! Wenn du dir vorstellst, dass wir hier zwei von den Lamas, ein Dodo und eine... Es grenzt an Tierquälerei, ganz klar. Das ist halt uncool. Das ist halt einfach nur Scheiße. Aber wenn wir es offen lassen, dann verrecken die Viecher anscheinend. Gibt es irgendeine Möglichkeit, in Third Person zu wechseln? Zu überhaupt? Krian. Keine Ahnung. V, okay. Du musst gar nicht. Warum läufst du nicht? Da ist Honig drin. Gab's nicht mal die Tabelle? Ich würde gerne meinen Rucksack mal sehen, wie der aussieht, wenn ich den aufhab, so. Weißt du? So, jetzt wieder, wenn da eine Kartoffel drin ist? Kann ich einen Rucksack in den Rucksack tun? Kann man mehrere Rucksäcke aufsetzen? Das ist die wichtige Frage. Ist da immer grundsätzlich ein Rest drin? Sonst ist es ein bisschen blöd. Ja, mehr. Immer mehr müssen wir anbauen hier. Ich darf nie aufhören. Okay, man kann keine zwei Paar Flossen gleichzeitig haben. Also wird man auch keine zwei Paar... Ne, hier. Genau. Richtig, Rucksäcke anhaben können. Habe ich meine Angel gebastelt? Nein. Basteln wir sie jetzt? Gib mir doch jetzt mal hier den restlichen Benzin. Was soll das denn? Benzin! Jetzt komme ich doch mal da voran. Ich will endlich schauen, dass wir das direkt verbinden. Weil dann wahrscheinlich zwei von den Kompostdingern bräuchten, die direkt zu denen gehen, um die Produktion an Benzin auf dem, zu erhöhen. Auf dem richtigen Level zu haben, ja. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Das? Immer noch nicht. Brauchst noch mehr Rohkost. Jung, los mit dir. Es ist Sommerwart. Er ist gefräßiger als der Hai. Ich hoffe, dass es jetzt endlich reicht.
Ich habe bald unser ganzes Rohkost verballert. Damn. Gut, dass wir Fleischfresser sind. Wo war das jetzt? Da war das. Wir haben halt keine rohen Kartoffeln oder Rüben mehr. Ich habe eine rohe Rübe im Inventar tatsächlich. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das brauchen wir aber direkt nochmal eigentlich. Hau die mal bitte in das Ding rein. Weil meine Kartoffeln, die wachsen lassen, die sind nämlich noch nicht fertig. Ich hau es ins Ding rein. Soll ich mal eine Mango reinhauen? Vielleicht geht das auch. Ja, geht auch. Mango geht auch. Hab Mangos reingehauen. Ja, gut, Stück. Mangos haben wir ja noch Millionen. Ja, hau rein. Wir haben ja noch 40. Nein, ich will es ja nicht zu viel reinmachen, sonst müssen wir wieder Honig nachladen. Ja, hau rein. Ja, jetzt muss ich wieder Honig nachladen. Hat es keine Obergrenze oder was? Nee. Ach so, ich dachte, das wäre so, du machst es voll und dann wackelt es hin und her und dann... Nee, jetzt müssen wir es wieder genau austarieren. Weil ich will ja nichts verschwenden von dem Zeug. Hier, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Das ist zu wertvoll. Einmal. Zweimal. Waren das nicht diese dummen Sachen, die immer verschwendet werden? Nee, das war die Lampe, die immer verschwendet wird. Das war die Lampe. Ich brauche jetzt zuerst... Hier, yeah. Gib nicht. Gib her, doofes Vieh. Wir haben fast keine Blumen. Doch, da sind noch drei rote. Ich glaube, das reicht noch. Wenn nicht, baue ich nochmal welche an. Könnten wir auch nach unten tun. Aber ich glaube, das Abbauen war nicht schlimm, gell? Bei den Blumen oder was? Nee, die kommen. Bienenhaus? Nee, Bienenhaus kannst du abbauen. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Weil dann würde ich nämlich sagen, setzen wir die einfach auch unten rein. Aber unten haben wir keinen Platz aktuell. Dann können wir so einen kleinen Nebenraum nach hinten noch machen, wie wir die Küche nach vorne gemacht haben. So ein Bienenpuff. Wäre ja ein bisschen blöd. Und das, was hier vorne als Loch drin ist, machen wir nach hinten als Schwanz. Über so eine Schildkröte. Das sieht ja aus. Was denn? Das sieht ja im Prinzip so schon aus. Ja, es sieht aus, auf jeden Fall. Unser Boot hat das Style und das Geld. All das, was denen so gefällt. So. Aber es sind jetzt auch nur 5 Extra-Slots. Ja. Es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Komm schon, kämpf weiter. Aber ich meine, wenn man überlegt, dass das im Prinzip das Inventar so 20%, 25% erweitert. 33%. Ja, ich zähle die Leiste unten jetzt einfach mal mit als Inventar. Dann geht es schon klar, also finde ich jetzt. Das macht eigentlich jetzt klar, wie klein das Inventar davor war. Ja. Was für ein schöner Satz. Es macht einem klar, wie klein das Inventar davor war. Damn. Mann, kommt hier Krian Trop bald sein erstes Album. Aber hallo. Ja. Das ist halt kein Lilele und lalala. Nee. Das ist hier erstklassiger Reim. Tiefe Inhalte und tiefe Erkenntnisse über Inventare zum Beispiel. Endlich mal essen zu gehen, wenn das Feld groß ist, Lama. Bedrückt mich ja, zu sehen, dass du da eingefärbt bist. Wir können eine Wand drumherum bauen. Ja, da wird's noch besser. Mit oben noch ein Dach drauf, damit kein Sonnenlicht kriegt. Ja, einmal so komplett rundherum zu und nur bei auf einer Seite gibt's ein Fenster, damit in das Fenster der Wassersprenkler reinsprenkeln kann. Ich glaube, es muss hier offen bleiben dann, ja. Außer der sprenkelt auch durch zu eine Wände. Wir können auch eine Klapptür machen, die klappen wir einfach dann einmal auf am Tag. Wobei, wir können auch gießen gehen, sonst hat das Lava auch zu viel Licht, das wäre ja nicht gut. Tropf, Tropf, Tropf. Ja, Kendrick, über dich reden wir. Wir müssten hier mal rausfinden, vielleicht müssen wir uns einfach nur online irgendwie in Wikipedia informieren, welches Gemüse am besten ist für diese Benzinproduktion. Alter, könnte man durchaus mal
Eruieren. Kann man da auch Fische reinschmeißen? Es heißt Rohkost, eventuell. Ist Wer es? roh? Ja. Ich meine, Rohkost ist, glaube ich, aber nur Obst und Gemüse und so Zeug, oder? So, Biokraftstoff. Soll ich da mal Hallo, Igmir. einen kleinen Hering reinschmeißen? Nee, ich würde es erstmal abreißen und gucken, wie wir das verbinden können. Aber es geht. Ich sag nein, du machst es trotzdem. Ich wollte wissen, ob es geht. Ich angel eh noch eine, komm. Wir haben ja schon länger keinen Müllstrom mehr, durch den wir hier fahren. Gut, wir fahren auch volle Kanne gegen den Wind. Aber hey. Du hast es auf einer Kiste oder sowas drauf gehabt, gell? Nee, ich habe das auf so einem halben Teil drauf gehabt. Auf einem halben Teil. Meine ich, ja. Aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass ich das ausprobiert hätte. Mit Plankenzaun oder was? Nö, es gibt doch. Warte, ich muss kurz warten, bis mein. Bis Ah, erhöhter Boden. genau, die Dinge. Und ich meine, dann könnte man was drunter bauen. Aber es kann auch sein, dass das an dem Vorratsfass war und nicht an dem. Weil das Vorratsfass hat es ja auch so unten drunter. Aber müsste ja theoretisch das eine mit dem anderen verbinden können. So instant reintropft sozusagen. Na, glaube ich nicht, weil es hat keinen Rohrzusatz. Mal Und da müsste ich eine. hier oben auch die Decke aufreißen, da müsste ich das alles in einem halben Ding höher machen. Ich meine, könnte man machen, man könnte da noch eine halbe Treppe drauf machen, aber es wäre halt dumm, weil wir den Rest der Ding schon eingesetzt haben. Ja, mein Gott. Er bleibt hier fertig aus. Fertig aus, da gibt's gar keine Diskussion. Ich könnte jetzt natürlich Benzin reinhauen, aber aktuell brauchen wir es nicht. Das ist korrekt. Also würde ich einfach sagen, wir hauen jetzt einfach immer hier alles Gemüse rein und lassen halt weiter Benzin durchmachen, bis wir es irgendwann mal brauchen. Stirb! Sag ich doch, stirb. Alles gut, Kendrick. Mach dir mal keine Gedanken, mach dir keine Sorgen, alles gut. Kannst du noch nicht Scheren kreieren. Er ist doch noch nackig. Der ist nicht nagisch, der sieht nur so aus. Er hat zwar seine Plüschhosen an, seine Fallschirmspringerhosen. Aber ansonsten ist er nackig. Der So, wir Kendrick. müssen jetzt hier die Kartoffelproduktion wieder anbauen. Ich finde es so schön, dass man alles Mögliche machen kann, während man angelt. Jetzt ist halt zwei Hühnerschenkel. Gut, das macht Sinn, dass man bei einem Huhn zwei Hühnerschenkel hat. Macht Sinn. Aber trotzdem. Ist ja wie beim Screecher. Die müssten zwar Ja. eigentlich riesig sein, aber hey. Mehr als zwei hat er auch nicht. Zwei ist halt eine doofe Zahl. Also, grilltechnisch gesehen. Da können wir auch Flutscheinwerfer oder so bauen. Ich finde, das wäre mal angebracht. Hast du Angst im Dunkeln? Wir müssen jetzt erstmal, müssen wir hier. Drehen jetzt einmal um. So, fahren jetzt rückwärts. Warum willst du denn rückwärts fahren? Weil der Wind in die Richtung geht. Und wir könnten auch, wir machen so ein Loof und Leaf. Schön fressen. Sehr gut. Wolle. Sollen wir jetzt noch ein zweites von den Dingern machen? Ich glaube nicht. Von den Lamas? Nee, muss nicht sein. Kendrick kommt ganz gut alleine klar, glaube ich. Papp, 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 papp. Lachsgewitter. So. Die Vorratstruhen mal gefüllt. Auf dass der Winter kommen mag. So, ein kleiner Sortele. Das läuft noch Also auf durch. Dauer Dann ist können wir mein Stuhl jetzt ja echt machen. unbequem. Wo tun wir die Kiste denn jetzt hin? Für die Küche. Wir könnten die eine Küchenkiste ja mal so. Oh, bleib mal kurz stehen. Ich muss mal gucken, wie es aussieht mit dem Rucksack. Ja, sexy. Wieder raus. Oh, hier auch schön ein So, Leder. habe ich noch einen Bärenkopf Zwei dabei. Leder. Ach, weil er den Platz vom Ding nimmt, okay. So.
So, Krian. Es wird Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Wiedersehen. Haut rein, bleibt daheim und bye bye. Die Folge ist vorbei. Ciao, ciao. Macht's gut. Auf Wiedersehen.